Hallo liebe Freunde, willkommen zum nächsten Vlog. Ist viel passiert, dazu später mehr. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zum Friseur, weil ey, das geht mir hier gar nicht. Das muss einfach weg. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, dass ich dann wieder eine Frisur habe und etwas menschlicher aussehe. Lasst euch überraschen, wie es aussehen wird. Wird interessant. Ich bin auch gespannt. Ich weiß nämlich noch nicht, was es werden soll. Frisch vom Friseur wieder da, so, ne? Sieht bedeutend besser aus als vorher, oder was sagt ihr? Einmal eure Meinung, ne? Besser. Endlich wieder ein Vlog von mir. Endlich wieder ein bisschen nicht kochen. Ist auch mal ganz schön. Endlich wieder die Natur genießen, ist noch besser. Ja, gibt's groß zu erzählen. Viel passiert. Erstmal richtig schön. Feuerwehrwettbewerbe gehabt hier im Ort. War eine stressige Zeit, war eine interessante Zeit, war eine ja, schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir macht sowas Spaß. Gelegentlich. Dauerhaft will ich es auch nicht machen. Die Probearbeiten hatte ich noch. Naja, sagen wir es so, es lief bescheiden. Aber dazu will ich mich nicht weiter äußern, weil es wird nur gegen mich verwendet und dazu habe ich keine Lust. Es wird übrigens noch eine, ja, noch etwas Großes kommen, wenn ich meine 30, 40 Abonnenten habe. Ich hoffe, das ist jetzt eine Sache, dann habe ich auf jeden Fall. Werde ich ein etwas komplett anderes Video machen. Ich bin schon mitten in der Planung drin. Ja, sie ist fast abgeschlossen. Es fehlen nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann geht es eigentlich schon ans Drehen und nein, also das kommt ehrlich zu produzieren. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Ich werde auf jeden Fall viel Spaß dran haben. So wie immer bei meinen Videos. Es macht mir einfach Spaß, es macht einfach nur Laune, Videos zu machen. Also ein paar kleine Einblicke in die Wettbewerbe. Ich werde jetzt nicht den kompletten Lauf davon machen. Ich werde auch nicht irgendwie großartig irgendwie alles zeigen. Es sind einfach nur ein paar kleine Szenen. Aber damit ihr mal wisst, worum es ging bei den Wettbewerben. Ich habe mir auch schon viel, viel leckere Sachen rausgesucht, die ich euch zeigen werde, beziehungsweise schon getestet und verfeinert, verbessert, wie man es auch mal nennen mag, die ich euch dann schön zeigen werde, wie es geht. Also freut euch auf jeden Fall auf ein wunderschönes restliches Jahr 2015. Mich werdet ihr so schnell nicht los. Ich habe Spaß daran und solange es mir Spaß macht, ist das Wichtigste. Sollte sich übrigens bei jeder dran halten. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch ein wunderschönes Pfingstwochenende und hoffe, dass ihr es nicht zu sehr übertreibt mit Feiern, ne? Und sagt dann halt bis zum nächsten Mal.